Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Extraschicht. Wir reden heute über den Single-Boy Nikola. Das trifft es. Wusstest du, dass der Single ist? Ist der Single? Der Single, wie ein Pringle. Der Single, okay. Okay. Ich weiß, wir viele haben keinen RTL Plus, deswegen haben wir gedacht, wir fassen das mal zusammen, was da gestern abging. Möchtest du anfangen? Ja, Nikola wurde jetzt zur Rede gestellt, beziehungsweise es ist aufgeflogen, was er so angestellt hat. Oh, du willst gar nicht den großen Bogen machen. Ich habe vor, den ganzen Bogen zu machen. Nee, dann mach du. Also erstmal sehen wir, wie Nadja und Nikola draußen sitzen und sich unterhalten. Und das Geile daran ist eigentlich, in der ganzen Folge siehst du blanke Panik in Nikolas Gesicht, dass gleich irgendwas ganz Schlimmes passieren wird. Ja, vielleicht sollte man dann noch mehr ausholen. Davor hatte Nikola halt hin und her, erst mit der einen, dann mit der anderen, teilweise mit Nadja, teilweise mit Tara. Und es war irgendwie nie so klar ersichtlich, warum gibt es da so viel Drama? Warum ist da so alles so angespannt? Und jetzt scheint das alles rauszukommen. So, Nadja fragt auf jeden Fall, ne, ob er glaubt, dass die beiden das überleben. Und er fängt dann an, irgendwie auch so rumzustottern. Und als nächstes sieht man halt, wie Nadja und Gabby hinten in der Raucherecke sitzen und Nadja eiskalt droppt, dass die beiden halt schon vor Aito was miteinander hatten. Und das war halt so, ja, okay, ne, aber hatten ja, ich glaube, Mark Robin und ich weiß nicht, irgendeine, von der ich den Namen jetzt gerade nicht weiß, die hatten ja auch was, also eigentlich kein großes Ding. Aber sie erzählt, dass seine ganzen Sachen bei ihr wären. Und es hört sich nicht so an wie, der hat eine Zahnbürste bei mir, weil wir hatten was und ne, gerade so. Sondern das klingt so wie, der hat keine eigene Wohnung. Die waren kurz vorm Zusammenziehen. Autos nein, in der Garage, Sachen sind schon da. Ach, du bist so ein Romantiker. Nein, nein. Ich glaube nicht, dass sie das damit meinte. Ich glaube, es klang eher so wie, wir verbringen wahnsinnig viel Zeit miteinander, das hat sich so ergeben, dann waren seine ganzen Sachen bei mir, sein Auto steht bei mir und. Aber alles unter dem Deckmantel von der Kennenlernphase. Also wir binden uns, aber wir binden uns nicht. Mhm. Ich glaube, sowas war das eher. Die waren verliebt, die waren kurz vorm Heiraten. Kann doch sein. Man wird ja wohl an Wunder glauben können, auch im Reality-TV. Mhm. Ja, auf jeden Fall reden dann Gabby und Nikolai miteinander. Und Gabby sieht halt völlig verstört aus. Und ich glaube, Laura Blond ist da auch noch daneben. Und er erzählt halt die ganze Zeit, ja, aber ich bin Single. Und das ist alles gar nicht so. Und ne, und man sieht halt, wie die Frauen wirklich maximal abgeturnt von ihm sind. Und halt so, ich glaube, dass jeder, der schon mal irgendwie in so einer, was sind das dann, Situationships? Wir sind schon sehr lange zusammen. Ich weiß es nicht so genau. Mhm. Da drin schon mal war, oder dass ich das vorstellen kann, der weiß halt ganz genau, was da abging. Und man sieht das auch in dem Gesicht der Frauen. Gabby sagt dann, ja, komm, rede nochmal mit ihr. Sag ihr ganz klar, dass da von deiner Seite aus nichts ist, weil er sagt dann auch, er hat keine Gefühle und so. Und sie liegt dann schon im Bett in diesem großen Saal und er kommt dazu und dann geht's richtig ab. Also irgendwie baut sich das erstmal langsam auf. Er halt, ja, wollen wir morgen nochmal reden? Sie sagt, nee, ich will gar nicht mit dir reden. Und ich habe auch im Interview offen geredet. Mhm. Und ich habe dir doch gesagt, mir geht's damit nicht gut, bla bla bla. Und er reagiert auf die ganzen Sachen gar nicht, sondern sagt, was heißt offen geredet? Mhm. Sie sind aufgeflogen. Völlige Panik. Und dann meint er auch direkt, dass wir zusammen sind oder was? Und sie, nein, nein, nur dass wir, ne, irgendwie in der Kennenlernphase, dies, das. Also sie ist da recht klar, dass sie nicht gesagt hat, dass die beiden zusammen gewesen wären. Hat sie auch während der ganzen Folge nicht gesagt. Und er geht voll an die Decke. Und dann tut er so, als wüsste er gar nicht, wovon sie redet. Sie explodiert dann halt voll, er explodiert total. Dann schreien die sich eigentlich nur noch gegenseitig an und sie, ich hab den noch zum Bahnhof gefahren. So. Und nebenbei kommt Mark Robin ins Zimmer und reibt sich die Hände. Ey, das war so geil. Aber das sieht man nur so im Hintergrund. Erstmal kommt Lars halt angerannt, alle, ich glaube Lukas auch. Mhm. Und die bringen dann Nikolai raus. Und dann sieht man so im Hintergrund, wie Mark Robin da steht und sich so die Hände reibt. Und so um die Ecke guckt, so ja, an den Seiten. Aber es ist so geil, weil es ist halt nicht dieses Hände reiben, aber es sieht halt voll so aus. Was ist hier? Was geht? Es ist so ein geiler Moment, vor allem auch, weil sein Blick wirklich so hin und her geht. Und er sich halt nicht einmischt, sondern wirklich nur ja. Bystander. Richtig lustig. Boah, und dann kommt echt die
Ich fand das so ätzend, aber du weißt ja, ich mag ja Nicola auch nicht. Der geht dann raus und dann ist das so ein Fake-Heulen irgendwie. Im Sinne von... Warum passiert mir das immer? Ja, ich glaube, der hat auch sowas wortwörtlich gesagt. So, Junge, dir passiert das, weil du dich selbst in Situationen bringst, in denen sowas passiert und dann bist du immer das Opfer. Ich weiß, alle hassen Gloria, ich verstehe. Aber Frauen sind nicht einfach so. Das passiert nicht einfach so. Das ist... Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren die sagt, dass er kein Unschuldslamm ist. Und dass sie nicht aus dem Nichts explodiert. Und es explodiert auch niemand aus dem Nichts. Und auch wenn sie sich furchtbar daneben benommen hat, ist das eigentlich nur ein Zeichen dafür, für mich auf jeden Fall, dass der die völlig bekloppt gemacht hat. Ich muss dazu sagen, ich mochte sie am Anfang ja auch nicht wirklich. Ich dachte auch, sie übertreibt des Todes. Aber jetzt, wenn man halt das Ganze sieht, ja, er bringt offensichtlich eine Situation rein, die nicht hätte sein müssen. Er stellt ja auch nicht klar, sondern versucht sich irgendwie da drum rumzuschlängeln. Alle fühlen sich dabei dann unwohl. Er zieht das weiterhin durch, zieht dann noch mehr Leute rein und sagt dann, ich bin doch Single. Ja, und lässt gar nicht mit sich reden. Ja. Ist doch klar, dass alle anderen dann an die Decke gehen. Ja, denke ich auch. Vor allem, stell mal vor, du bist mit dem verheiratet. Und weißt du, was sie ja immer erzählt hat, was furchtbar unsympathisch war, sie hat ihn hier nach Deutschland geholt, sie hat ihm Deutsch beigebracht und er ist so undankbar und. Und in einer Beziehung, die auf Augenhöhe ist und die liebevoll ist und so, ist das auch widerlich, sowas zu sagen. Aber jetzt stellt euch mal vor, sie hat das wirklich alles für ihn gemacht, hat ihm den Arsch hinterhergetragen. Sie hat ja auch erzählt, sie hat alle Sachen für ihn immer übersetzt, sie hat alle Arzttermine für ihn gemacht und. Und der Typ, guck mal, wie ich nicht Penner gesagt habe, ne? Ja, wir sind hier ein anständiger Podcast. Sitzt da bei Temptation und packt einer Verführerin in die Klamotte rein hinten. Der ist halt Laura so halb an Arsch hinten gegangen. Ist dann mit anderen noch im Pool, hat die begrapscht. Er war nackt mit Frauen im Wasser, die sich hinten an ihm auch festgehalten haben und so. Und Gloria sieht das, ist total am Ende bei Temptation. Und er ist die ganze Zeit nur so, Ich hab nicht betrogen. Ich hatte nur Spaß. Ich hab dir auch Spaß gewünscht. Das ist alles nur Spaß. Ich hab nichts gemacht. So, wie willst du mit so jemandem diskutieren, der nicht sagt, ey, sorry, dass ich das gemacht habe. Ich bin ein Idiot. Wie konnte ich mich nur anfassen lassen von einer anderen Frau, die den Auftrag hat, mich rumzubekommen, während ich nackt bin? Nein, einfach so, ich hatte Spaß, ich bin ein kleines Mäuschen, ich kann da überhaupt nichts für. Und das hat er ja, ich weiß gar nicht, hast du die Staffel Prominent getrennt mit mir geguckt? Nee, ne? Ich glaube zum Teil. Ich habe dich immer wieder wegen der Gloria und Nikolai-Sache auch reingezogen, ne? Und habe dir gezeigt, guck dir das da an, vor allem das mit dem Hamsterrad. Das war ja, falls du dich erinnerst, da war so ein anderer Typ, der hat Gloria total angeschrien. Und sie hat sich hinterher darüber aufgeregt, dass Nicola nicht für sie eingestanden ist. Und er hat die ganze Zeit gesagt, ja, muss er ja auch nicht, weil er ja nicht ihr Partner ist. Er war zu der Zeit immer noch ihr Ehemann und die hatten danach noch was miteinander. Aha. Das musst du dir mal geben. So ein Typ, natürlich zerbreitet er dir dein Hirn. Und dann war die ja auch noch in so einer emotionalen Abhängigkeit offensichtlich von ihm. Das war toxisch hoch 10. Und alle tun immer nur so, weil Nicola sich ja auch so zeigt, als wäre sie das Monster gewesen er wäre ein Cutie Pie. Ja, weil sie die Lautere ist, die wirklich auch vor einem zugeht und so weiter. Ja, das hat dann so voll eher den Eindruck. Das endet übrigens bei uns auch so, falls das endet. Ne? Alle werden mir die Schuld daran geben. Ich bin doch auch lieb. Ey, meine Freundin hat zu mir gesagt, wenn du mir irgendwann erzählst, dass Serge dir fremdgegangen ist, frage ich dich erstmal, was du angestellt hast, um das denn zu provozieren. Ich bin unschuldig. Aha. Ja, ist aber wirklich so. Naja, auf jeden Fall, als er da rausgegangen ist, wieso passiert sowas immer wieder? Das war so dumm. Und die Jungs waren halt um ihn herum und haben noch so versucht, so, ne, ja, die übertreibt voll so in die Richtung. Und dann erzählt Nico, ja, wir hatten vorher was. Und man sieht so richtig in Lars Gesichtsausdruck, ach so.
Und während Nikolai irgendwie so ein Gespräch mit jemandem hat, ich weiß gar nicht mehr mit wem, darüber, dass er ja gar keine Gefühle hat, redet Lars oben drüber mit einem anderen, jetzt ergibt das alles Sinn, deswegen heult die ständig. Ja, jetzt kann ich das verstehen. Und dann läuft Nadja, ich glaube, mit Gabby an dieser Gruppe vorbei. Und Nikolai schreit ihr irgendwas hinterher, so, hey, was soll das jetzt? Ich schwör's dir, und sie dreht sich um und sie macht die Performance ihres Lebens und erzählt erstmal, hier, der hat seine Sachen bei mir, ich habe den zum Bahnhof gefahren, sein Auto steht bei mir in der Garage und du siehst halt diese Horde von Jungs. Also, das sind ja nicht nur Jungs, das sind Trash-TV-Darsteller, so deren Leben ist Party und Schmexi-Time und alles Mögliche und alles immer total wild und die leben ihr Leben und jeder Einzelne. Man sieht das richtig, wie die denken, oh shit, die verstehen genau, was da passiert ist. Und Nikola kommt halt immer weiter ins Schwimmen. Ja, aber da willst du nicht, aber das hat so nichts zu bedeuten. Aber die Jungs sind schon so. Du hast sie zum Bahnhof gefahren? Ja, wirklich. Ozan ist ja, das ist der beste Freund von Lukas, der sagt knallhart im Interview, ich kann ja Nadja total verstehen, ich hätte genauso reagiert. Ja, das hat doch voll Sinn. Aber es ist auch das Ding, weil Kennenlernphasen so überhaupt nicht definiert sind. Also das ist auch tatsächlich eine Sache. Ich habe das Gefühl, das ist erst ein Begriff geworden, nachdem wir zusammengekommen sind. Also in meiner Welt gibt es das noch gar nicht so lange. Mhm. Also Kennenlernphasen an und für sich schon. Mhm. Aber nicht, dass man sagt, man ist in einer Kennenlernphase. Und dann ist man quasi schon zusammen, benimmt sich, als wäre man zusammen? Ja, genau. Man benimmt sich, als wenn man zusammen wäre. Man hat Schmexi-Time. Man hat offensichtlich das Auto in der Garage der Frau. Also es ist quasi jetzt auf Probezeit. Ja, genau. Ja, ist wie so ein Probeabo. Mal gucken, ob wir das dann irgendwie hinterher bezahlen. Ja, stimmt, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es früher so war. Ey, ich glaube einfach, weil wir ultra langweilig sind. Ich wette mit dir, alle hören das jetzt und sagen, hä? Natürlich. Das war vor 20 Jahren auch schon. In den 80ern sowas erzählen war das so. Wir sind einfach total die Babys. Aber weil unsere Kennenlernphase ging auch über mehrere Monate. Und da hast du bei mir geschlafen, auf der Couch. Mhm. Das hat total lange gedauert, bis wir dann zuerst das erste Mal zusammen auf der Couch geschlafen haben. Ja. Und ich glaube, du hast das erste Mal in meinem Bett geschlafen, da hatten wir uns bereits geküsst. Mhm. Also, wir sind halt echt uncool. Wir sind sehr romantisch. Ja, genau, romantisch. Das war auch beidseitig so gewollt, dass du nicht in meinem Bett schläfst. Ja. Naja, auf jeden Fall alles ganz laut hin und her. Die Sache ist irgendwie auch, dass Nadja ja vorher darüber gelästert hat, dass Dana angeblich in einer Kennenlernphase wäre mit jemand anderem von Aito, ich glaube Wilson oder so. Mhm. Aber sie ist ja selbst in einer Kennenlernphase mit Nikola. Mhm. Also es ist völlig bekloppt. Auf jeden Fall, am nächsten Tag gibt es dann eines der schönsten Gespräche überhaupt mit Antonino. Stimmt. Der sitzt halt draußen und unterhält sich mit Nadja über die Sache. Und dann kommt Nikola und meint, ja, wollen wir noch mal reden? Und Antonino ist so ein Cutie Pie und sagt, darf ich einfach mitkommen? Ich will mich nur dazusetzen und, ne? Moderieren. Ja, also quasi so helfen. Und dann nehmen die den tatsächlich mit. Und dann sitzen die sich gegenüber, Nadja und Nikola. Und Antonino sitzt in der Mitte quasi und guckt die ganze Zeit von links nach rechts und versucht das Ganze so runterzukochen und fängt auf einmal an mit, könnten wir alle bitte Ich-Botschaften benutzen? Für mich ist das so. Ich fühle mich so. Ja. Und das Süßeste daran ist halt, dass die anderen beiden das annehmen. Und die haben es versucht. Ey, ich fand das so mega. Ich finde, dass du blöd bist und du Fehler Nein, gemacht Nein, du verwechselst hast. Die mit mir und wenn ich dir Ich-Botschaften schicke. Oh, ich habe übrigens heute auch sowas angewendet bei dir. Ich habe nicht gesagt, du bist ein Idiot. Ich habe gesagt, du verhältst dich wie ein Idiot. Weil ich habe gelernt, bis darf man nicht sagen, weil das definiert dich dann als Menschen. Sehr und das ist so eine Endgültigkeit dahinter. Mhm. Gern geschehen. Mhm, ich gebe mir immer Mühe. Perfekt. Naja, auf jeden Fall erzählt sie dann während des Gesprächs, ne, dass sie das Gefühl hat, dass Nikola sich hier nur gut darstellen will und die ganze Zeit deswegen dagegen redet und so tut, als wüsste er von gar nichts. Und du siehst in seinem Gesicht,
dass sie den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Von Nicola das gesagt? Ja. Hm. Als, es ist so dieses, der hat halt auch noch so ein, witzigerweise, obwohl er komplett tätowiert ist im Gesicht, der hat so ein Kindergesicht, dass wenn du Kinder beim Lügen erwischt, du das sofort im Gesicht siehst und die sich auch nicht schnell genug fangen können, sondern ein paar Sekunden dieses haben. Und das hat er auch gehabt. Das war so offensichtlich. Und dann irgendwie will er sich da verteidigen und sagt immer nur, ich bin Single. Obwohl sie nie gesagt hat, er wäre nicht Single. Und wenn man daran zurückdenkt, vor ein paar Folgen hat sie ja sich so aufgeregt, weil er sagt nicht Hallo und Tschüss zu ihr. Und sie sagt dann quasi, dass er nicht versucht, ihr ein gutes Gefühl zu geben. Und das ist so ihr Kritikpunkt. So, nein, du kannst natürlich andere kennenlernen, du kannst auch mit denen rummachen, aber gib mir trotzdem ein gutes Gefühl. Was halt total Sinn ergibt, wenn die vorher ein Gespräch darüber hatten mit, ey, wir gehen da rein, wir gehen da als Single rein, weil sonst darf sie ja auch nicht. Und danach setzen wir da weiter an, wo wir aufgehört haben. Dass sie dann sagt, ja, ich verstehe, du machst hier dein Spiel, mach das. Aber gib mir immer noch diese kleinen Hinweise, Dass wieder in Ordnung wird. Dass du dich auch an die Vereinbarung hältst, dass das zwischen uns immer noch besteht. Hm. Das ergibt so Sinn. Hm. Ja, ja, auf jeden Fall erzählt sie dann noch, dass er hat wohl mit seiner Schwester gefacetimed und hat sie dazugeholt. Und dann haben die sich zusammen unterhalten. Und sie meint halt, wie soll das denn dann für mich ankommen? Das klingt halt nicht wie weil er tut so, als hätten die halt nur was ein bisschen gehabt und das wäre alles scheißegal gewesen, er hatte keine Gefühle und. Und darauf, ne, mit hier mit deiner Schwester und Familie vorgestellt und. Weißt du, was er daraufhin sagt? Was hat das denn mit uns zu tun? Sympathisch. Und in dem Moment, aber ich habe es wirklich gesehen, wie der sich mit Gloria unterhält und wie die den anguckt, wenn der... Überleg mal, was der für Sachen sagt. Du sagst hier, das sind die Fakten, so und so sieht's aus. Und das ist so offensichtlich. Und seine Antwort ist sowas. Kein Wunder, dass sie den permanent angeschrien hat. Ja. Du kannst ja mit dem nicht reden. Ja, schon so. Ich finde es aber auch generell krass, wie die sich quasi darauf eingelassen haben, zu der Sendung hinzufahren. Also die haben das ja scheinbar ausgemacht, vereinbart, dass die jetzt beide zu der Sendung hinfahren, weil die beide eingeladen wurden. Mhm. Und das, was die jetzt haben, zur Seite legen. Und das war ja auch offensichtlich, als Nadja gesagt hatte, dass sie im Interview das gesagt hat, dass Nikolai versucht hatte, das noch irgendwie zu retten. Also, dass der versucht hatte, das irgendwie noch zu spinnen. Also, ist ja nichts, immer noch nichts. Also, ja. Es ist krass, wie da die Prioritäten verteilt sind. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn sie gesagt hätten, ey, wir hatten vorher was miteinander, aber wir sind nicht zusammen, aber es ist so ein bisschen, ne, spicy zwischen uns, dass die Produktion das gar nicht so verkehrt gefunden hätte. Mhm. Weil offensichtlich ist das ja ein Quotenburner. Ja, wäre so ein Mini-Temptation noch mit dabei. Oh ja, eigentlich schon. So, okay, das ist auf jeden Fall alles, was in der Folge passiert ist, aber ich habe noch mehr Sachen. Okay. Also, erstmal... Vor ein paar Tagen gab es schon wieder so einen kleinen Zank zwischen Gloria und Nico. Mhm. Nee, Nicola. Ich vergesse immer den Rest des Namens. Und zwar hat sie irgendwas gepostet in die Richtung, dass es ihr halt jetzt viel besser geht, seitdem sie nicht mehr mit ihm zusammen ist und dass sie jetzt einen guten Partner an der Seite hat. Mhm. So. Und er hat dann irgendwas gemacht, so, meine Ex-Freundin muss immer noch über mich reden, irgendwie echt peinlich. Mhm. Woraufhin sie voll ausgetickt ist und quasi sowas in die Richtung meinte, wie halt Schnauze. Du tust immer so, als wärst du das Opfer und als wäre, ne, wären alle anderen so schlimm. Aber man wird bei Aito noch sehen, was du für einer bist. Und dann hat sie erzählt, dass er wohl nach Aito einen Monat lang mit Tara angebandelt hat, aber dann sie quasi so weggeschmissen hat, weil sie ihm wohl zu anstrengend gewesen wäre. Mhm. Wow. Ja, da war ich schon so und dachte, das wird toll beim Wiedersehen. So, das war das eine. Dann, ich hoffe übrigens, dass Gloria sich zu sehr viel äußert. Und eigentlich wünsche ich mir auch, dass, wenn das Sommerhaus ausgestrahlt wird, sie sich überhaupt nicht mit ihrem Freund zankt. Die wird sich viel mit den anderen Leuten da zanken. Aber was für ein Moment wäre das, zu sehen, wie Nicola bei Aito so irgendwie sich verhält,
aber sie mit einem anderen Partner ihm gegenüber total respektvoll ist, das total harmoniert und. Dass sie tatsächlich in einer anderen Beziehung auch ein ganz anderer Mensch ist. Ja. Ja, das wäre cool. Also es wäre auf jeden Fall echt ein Plot-Twist. Ja, Redemption. Ach, ja, es wäre schon richtig. Ich würde sie auch irgendwie voll wünschen, weil ich glaube, sie hat echt mega unter der Trennung gelitten. Sie hat auch mal ein Statement gepostet, dass sie alles so fertig macht und auch, dass alle so happy sind, dass sie halt ständig so fix und fertig ist mit den Nerven, dass das voll schlimm für sie wäre, dass sie total harmoniebedürftig ist und was die Leute sich dann denken, wie es ihr denn dabei geht, ständig in einer Beziehung zu sein, wo sie halt streitet und rumschreit und hin und her und dies und das. Und das habe ich voll gefühlt. Ich fand das so logisch. Ja, das Image ist halt ein bisschen anders als das, was sie sagt. Und deswegen wäre es voll interessant, wenn das Image dann auch irgendwann dazu passen würde. Ja. Wobei man dazu sagen muss, das ist ja nicht das Einzige, was sie macht. Also sie ist schon hardcore polarisierend. Ne? Mhm. Also sie ist halt echt nicht auf den Mund gefallen, aber irgendwie ist es auch ein bisschen, ich finde es irgendwie erfrischend. Also ich weiß ja nicht, wie es halt im Sommerhaus wird, aber ich habe das Gefühl, sie ist so ein bisschen polarisierend in Richtung Valentina, aber sie hat einen sehr viel weicheren Kern und ich finde sie nicht so, ich glaube, sie streitet sich nicht wegen Quote, sondern wirklich was von Herzen. Fühlt. Genau. Und das finde ich wesentlich sympathischer, als einfach zu polarisieren, um zu polarisieren. Ja, stimmt. Ist auch authentischer. Ja, voll. Und die Sachen kann man halt auch leichter lösen. Mhm. So. Naja, auf jeden Fall hat dann sich Ariel noch gestern Abend direkt gemeldet. Mhm. Mit einem, ich glaube, das sind irgendwie so 5 Stories gewesen oder so, mit einem Filter, wo ich die zuerst gar nicht erkannt habe. Also wirklich, sie sitzt im Dunkeln und da ist so viel Weichmacher auf dem Gesicht, dass ich habe mich wirklich gewundert, wer das ist. Es ist ja jetzt irgendwie das Gerücht, dass Ariel und Nicola was miteinander hatten oder haben. Ich weiß nicht genau, die waren auf jeden Fall zusammen im Urlaub. Und zwar hat sie erzählt, dass sie und Nadja halt noch in Kontakt standen und dass Nadja halt geschrieben hat im Sinne von hier, Nicola und ich, wir sind zusammen, aber wir gehen jetzt zu Aito, irgendwie nur damit du Bescheid weißt, keine Ahnung. Und dass nachdem Ariel und Giuliano sich getrennt hätten, hätte Nadja sich an Giuliano geschmissen und hätte das dann damit begründet, dass Ariel ja auch sich an Nicola hinterher geschmissen hätte. Mhm. Und dass es deswegen fein wäre. Also das, ne, weil sich ja alle getrennt haben. Und deswegen, weil Ariel sich an Nicola rangemacht hatte, durfte Nadja sich auch an Giuliano ranmachen. Nadja sagt dazu, das ist absoluter Blödsinn, das würde überhaupt nicht stimmen, dass Giuliano sich bei ihr gemeldet hätte, aber auch nicht, klang jetzt nicht so wie Flirty Flirt, sondern einfach gemeldet und dass noch 3 andere von Lawful damals mit dabei waren. Und dass das nicht so ein Kihihihihi, wir liegen beide im Bett und unterhalten uns über unsere Liebe-Gespräch war, sondern halt ein Gespräch. So ein Wiedersehen, Schultreffen. Ja, so ein bisschen klang das. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass da ein bisschen mehr noch hinter ist, weil ich glaube, dass Giuliano und Nadja eigentlich tatsächlich ganz gut fand, bis halt Ariel reinkommt. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Ariel sagt natürlich so, das ist alles totaler Blödsinn und man kann das nicht vergleichen, wenn Ariel sich an Nicola hinterher ranschmeißt, wo da nur eine Kennenlernphase war, oder wenn Nadja sich an Giuliano ranschmeißt, der mit Ariel ein Kind hat. Mhm. So. Naja, wie dem auch sei, viel hin und her. Nicola regt sich noch furchtbar auf, hat jetzt gerade auch gepostet, im Sinne von Nadja wäre so eine falsche Schlange und sie hätte nur versucht, ihn hops zu nehmen und heult rum wegen der Kennenlernphase, würde aber gleichzeitig Lars Tatütata anfassen. Also wirklich auf unterstem Niveau und total billig. Mhm. Aber du weißt ja, ich habe mich ja da schon aufgeregt bei der Folge, weil ich nicht verstehen kann, wie Nicola sagt, ich will mit Nadja überhaupt nicht hier irgendwie was anfangen und ne, interessiert mich alles gar nicht und ich will für alle offen sein. Mhm. Sie sagt, gib mir wenigstens ein gutes Gefühl. Und jetzt haltet mal im Hinterkopf die Absprache, die die hatten. Und dann lässt sie das auch alles offen, während er auf dem Date ist mit einer anderen, begrabbelt da so ein bisschen Lars. Und er kriegt daraufhin, so, er heult schon wieder und macht voll das Drama, weil sie ja dann das gemacht hat, was abgesprochen war und was er ja auch vorher in den Interviews immer gesagt hat, was er von ihr will. Mhm. Und dann wird das so hochgepusht mit, du sagst, ich hätte dir nicht Hallo und Tschüss gesagt und bist deswegen traurig, und aber begrabst gleichzeitig jemand anderen. Ich denke, das war die Absprache. Mhm. Und wenn sie ihm sagt, ey,
du, guck mal, wir hatten vorher, die haben vorher Schmexi-Time gehabt. Er hat seine Sachen bei ihr. Und die scheinen so Pärchensachen zu machen wie, hör mal, ich fahre dich da und dahin. Und dann sagt sie nur, ey, bitte, bevor du aufs Date geht und wiederkommt, sag mir Hallo und Tschüss, damit ich ein gutes Gefühl habe. Ja. Damit ich weiß, dass die Verbindung quasi noch da ist. Und der dreht daraus sowas. Mhm. Das ist schon eklig. Stell dir mal vor, sie wäre ein bisschen schwächer und hätte dieses ganze Spiel mitgemacht. Die wäre doch bekloppt geworden. Hm. Also ich weiß jetzt nicht, ich weiß ehrlich gesagt, ich finde sie jetzt auch nicht so super sympathisch, weil sie ist halt auch recht bissig irgendwie bei Aito. Bei Lofu war sie halt super sympathisch und süß, aber mein Gott, ne? Da war sie sehr naiv irgendwie gefühlt, aber hier merkt man gar nichts mehr von, hier ist ja richtig... Ja, ach, du hast nicht gesehen, wie sie in der sechsten Folge auch auf Dana dann los ist, dann hat Dana geweint, dann hat Nadja sich darüber lustig gemacht, dass Dana weint. Also schon irgendwie, aber trotzdem, also ich finde es trotzdem gut, dass sie das gedroppt hat. Ich würde mich auch nicht so verarschen lassen. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie das vielleicht tatsächlich für sich behalten hätte, wenn die so ein bisschen, also wenn er sich auch an die Absprache gehalten hätte. Mhm. Aber so, was schuldet die dem denn? Ich würde den auch auseinandernehmen. Ja, zu Recht. Ja. Naja, gut. So weit, so schlecht. So sieht's gerade aus. Ich bin gespannt, was noch kommt, weil alle das ja so ein bisschen gerade andeuten mit, es werden noch super viele Sachen rauskommen und dies und hier hast du nicht gesehen. Ich würde es mir wünschen, weil das ist ein Drama, das mir gefällt. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Sandra, die bei Prominent getrennt immer angedeutet hat, ja, man wird noch sehen, dass Tommy hier Paulina gar nicht liebt und eigentlich zu mir zurück will. Und dann hinterher sagt, ja, das wurde einfach nur nicht ausgestrahlt. Hype-technisch anteasern. Ja, genau so. Aber ich bin gespannt, ob jetzt noch was zwischen Tara und Nicola passiert und wie es da überhaupt weitergeht. Weil ich glaube nicht, dass das das letzte Mal ist, dass eine Frau geheult hat, weil sie meinte, wir hatten doch eine Absprache und du warst nur mir versprochen. Mhm. Ich glaube, da kommt mindestens noch ein, zweimal vor. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, ja. Wenn ihr die Folge gesehen habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ob ihr auch irgendwie der Meinung seid, dass Gloria besser nachzuvollziehen ist gerade. Oder ob ich noch irgendwas übersehen habe oder sonstiges. Abonniert gerne den Kanal. Wir versuchen regelmäßiger Videos jetzt rauszubringen. Aber das wird bestimmt nicht klappen. Also abonniert, damit ihr benachrichtigt werdet. Wenn spannende Sachen passieren, dann auf jeden Fall. Also bei spannenden Sachen sind wir auf jeden Fall am Start. Also seid auch mit am Start. Es könnte sein, dass wir 3 Monate verschwinden. Und dann solltet ihr abonniert haben, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir wieder was posten. Aber das liegt nicht an uns. Das liegt daran, weil alles andere so langweilig ist. Ja, das liegt gar nicht an uns. Wir sind wirklich Arbeitstiere. Mann, ja. Mann. Sagt, weißt du, von dem Mann, der nicht mal die zweite Folge gestern gucken konnte, weil er meinte, ich gehe schlafen. Mein Schlaf ist so wichtig. Es ist fest auf meiner To-Do und ich habe noch andere To-Dos davor. Okay. Haut da rein. Tschüss.